Hey ihr Lieben und somit herzlich willkommen zum ersten Video meiner diesjährigen Ramadan-Reihe. Ramadan Mubarak Karim, euch und euren Familien inshallah einen segensreichen Fastenmonat. Diese Ramadan-Reihe wird etwas speziell und zwar werden wir kulinarisch um den Globus verreisen und unsere erste Reise führt uns heute in die Levante-Küche in den Libanon und zeige euch etwas Leckeres aus der libanesischen Küche. Wir starten jetzt einfach mal mit dem Hauptgang und zwar mache ich hier für den Hauptgang heute fette Bedejaj. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Jedenfalls ein sehr beliebtes Gericht, besonders im Ramadan. Und ja, ich denke mal, wir fangen einfach direkt mal an. Für das Gericht werde ich jetzt einmal schön die Brühe zubereiten, indem das Fleisch gleich darin schön garen wird. Ich habe hier eine Zwiebel, die halbiere ich einmal, gebe die hier rein. Hier haben wir unser Hähnchen. Ihr nehmt hier für ein ganzes Hähnchen. Und gebe das so direkt in den Topf. Das sind hier 7 Gewürze, die brauchen wir später. Gebe ich jetzt zur Brühe Lorbeerblätter, paar Nelken und hier Pfefferkörner. Die gebe ich jetzt auch so mit hinein. Gieße das Ganze mit Wasser auf. Das Fleisch muss so bis zur Hälfte quasi bedeckt sein. Hier noch schön Salz hinzugeben. So, das war ungefähr jetzt so 1,5 Teelöffel und das stelle ich jetzt einfach mal auf den Herd und lasse das für circa eine halbe Stunde lang köcheln. So, jetzt bereite ich das arabische Fladenbrot vor. Vorab, das bekommt ihr in jedem arabischen und in jedem gut sortierten türkischen Supermarkt. Ich schneide das hier zunächst erstmal in kleine Würfeln und frittiere das im Anschluss. Denn das ist jetzt hier unsere Grundlage und das macht diese Fette so richtig speziell. Und das ist hier obligatorisch für dieses Gericht. Das schneide ich jetzt hier einfach so in kleine Würfel. Als nächstes werde ich jetzt die nächste Komponente zubereiten, und zwar die Kichererbsen. Hier habe ich Kichererbsen aus der Dose. Ich werde die jetzt nur etwas würzen und kurz anbraten in der Pfanne. Dafür habe ich hier, nehme ich ein bisschen Olivenöl. Ganz wenig. Gebe die Kichererbsen hinzu. So, jetzt kurz anbraten. Etwas Salz, ein wenig Kreuzkümmel. Kreuzkümmel und Kichererbsen sind ein Muss und ganz bisschen Paprika. Oh, hier poppt es ja schon richtig. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. In den Joghurt werde ich jetzt hier weniger als die Hälfte von der Knoblauchzehe hineinreiben. Dann den Saft von einer halben Zitrone. Tahini. Und abschmecken tue ich das Ganze mit Salz und Pfeffer. Je nachdem, wie dick das ist, dadurch, dass es jetzt ein Joghurt mit einem Fettgehalt von 10% ist, müssen wir einfach mal schauen. Einfach mal bei Bedarf dann ein bisschen Wasser hinzufügen. Die einen mögen es ein bisschen flüssig, die anderen etwas nicht so flüssig. Aber ich schaue jetzt einfach mal. Ja, das kann ein bisschen Flüssigkeit hier vertragen. Okay, das sieht gut aus. Das Fleisch ist gar. Das fische ich jetzt hier einmal heraus. Das ist nicht schlimm, kann ruhig auseinandergehen. Das werden wir sowieso gleich einmal von Haut und Knochen befreien.
Die Brühe, die werde ich jetzt sieben und die könnt ihr für eine Suppe oder anderweitig verwenden. Nicht wegschmeißen. Das Fleisch lasse ich jetzt noch ein bisschen noch abkühlen, damit ich mir gleich die Finger nicht verbrenne. Denn ich will das jetzt gleich von Haut und Knochen befreien, beziehungsweise trennen. Und ansonsten habe ich soweit alle Komponente bereit. Hier habe ich meine Joghurtsoße, die noch so ein bisschen durchzieht. Das Fladenbrot ist hier auch schon parat und die Kichererbsen. Und gleich geht es dann halt ans Anrichten. Und in der Zwischenzeit machen wir die Vorspeise fertig. In diesem Schritt werde ich jetzt das Fleisch, was ich hier schön sauber gezupft habe, jetzt nochmal in der Pfanne kurz anrösten. Nochmal so, dass wir so ein bisschen Power geben. Das werde ich würzen. Zunächst gebe ich aber hier etwas Olivenöl in die Pfanne. Nicht so viel, nur ein bisschen. Das gibt so dem Ganzen noch ein bisschen mehr Geschmack. Brate das ganz kurz an und vor allem werde ich das hier jetzt nochmal so zusätzlich etwas würzen. Hier ganz wenig Salz, nicht so viel. Und hier habe ich sieben Gewürze, eine libanesische Gewürzmischung. Da gebe ich auch nur ein bisschen hinzu, nicht so viel. Das reicht. Und last but not least Pfeffer. Wir wollen aber das Fleisch ja noch so schön saftig haben. Deswegen werden wir das nicht so lange braten lassen. Nur ein bisschen, dass es ganz leicht braun wird. Denn es soll ja noch so schön saftig bleiben. Jetzt geht's ans Anrichten. Erste Schicht besteht aus geröstetem Fladenbrot und das nicht zu wenig. So, meine Lieben, mein Iftar-Menü ist fertig, wie ihr sehen könnt. Also die Farben sind herrlich. Hier der Salat und die fette Bedejej. Vorab, Leute, ich werde das jetzt probieren, aber diese Folge wurde außerhalb von Ramadan gedreht.
fange hier erstmal mit dem Salat an. Bismillah. So herrlich lecker, wie Fatosh halt so ist. Erfrischend? Sehr erfrischend. Die Zitrone gemeinsam mit der Minze, die bringen diese Frische rein. Dann hast du die Säure von der Zitrone und von dem Essigbaumgewürz, von dem Sumak. Also herrlich. Und das Beste ist hier dieser Crunch von den gerösteten Fladenbrot. Und jetzt gehe ich hier einmal zum Hauptgericht rüber. Können wir bitte festhalten, dass das einfach nur bombastisch aussieht? Ich hoffe, es schmeckt auch bombastisch. Bismillah und rein damit. Bismillah. Hammer. Herrlich. Ich habe es jetzt so zum allerersten Mal selbst gemacht. Es schmeckt herrlich. Genauso gut, wie ich es von meinen libanesischen Bekannten kenne. Probiert das unbedingt aus. Die genauen Mengenangaben und alle Zutaten stehen alle detailliert in der Infobox. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Sahaftorkum. Lasst es euch schmecken und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Salam alaikum.